Hallihallo, Hallöchen und ein herzlich willkommen zurück zur Ricky's Wrestling-Woche. Die Woche ist um. Ich habe Raw und SmackDown gesehen. Ich komme halt immer noch nicht zu NXT zu gucken, das tut mir leid. Und es ist ja gar nicht so. Tatsächlich ist es gar nicht so viel passiert. Es waren halt einfach so normale Story-Aufbauten, wie man es halt kennt. Ein paar Sachen haben mir sehr, sehr gut gefallen. Und über die werde ich jetzt einfach mal reden. Und zwar: Roman Reigns verprügelt Triple H schon wieder. Roman Reigns hatte ja Triple H aus dem Auto gezogen oder beziehungsweise hatte sich ja erst mit Stephanie angelegt und später, erstmal ganz kurz: Roman Reigns, du bist kacke am Mikrofon, hör auf am Mikro zu sein, bitte, danke, wäre cool. Daraufhin hatte dann Stephanie gesagt, okay, verpiss mich hier lieber, und hat sie dann abholen lassen von Triple H, und die wollten dann rausfahren. Und als das Rolltor hochging, stand dahinter Roman fucking Reigns. Und prügelte halt die Scheiße aus Triple H raus. Bis der nachher geflüchtet ist, ins Auto gesprungen, weggefahren mit quietschenden Reifen. Und sowas ähnliches gab es dann auch bei SmackDown. Da hat er sich mit Barbara Ray Dudley angelegt, weil die beiden hatten sich beschwert. Bla bla bla, die ganzen Samoan, ne? Die haben ja eine Fehde mit den Usos. Und die ganzen Samoan. Ihr wisst, was ich meine. Die sind ja alle kacke, die haben sie alle besiegt, würden sie alle besiegen. Und dann kam Roman Reigns und hat gesagt, ey, Familie, fick euch. Ne? Mehr hat er so gesehen nicht gesagt und ging dann auch in den Ring. Es gab einen Kampf zwischen Barbara Ray Dudley und Roman Reigns, und Roman Reigns hat gar nicht darauf reagiert, was im Match abging, wurde nachher ausgezählt und wurde disqualifiziert und hat einfach verprügelt. Das finde ich ganz, ganz klar. Sie wollen natürlich Roman Reigns jetzt noch versuchen zu retten. Sie wollen ihn als den Oberficker schlechthin hinstellen. Aber, ich meine, ich mag ihn so lieber. Ganz ehrlich, so gefällt er mir. So darf er gern weitermachen. Aber ich glaube, dass du Roman Reigns nicht mehr retten kannst. Es sei denn, du lässt ihn heel gehen. Das ist meine Meinung. Eure Meinung dazu gerne mal in die Kommentare. Meine Meinung ist dazu, du kannst Roman Reigns nur noch retten, indem du ihn heel gehen lässt. Ansonsten ist dein Charakter gefickt. Nur noch zwei Sachen zur Wyatt Family. Braun Strowman wurde von einem Fan attackiert. Der hat in einem Dark Match, also in einem Match, was nicht ausgestrahlt wurde nach Raw, hat er von einem Fan eine ins Gesicht geschlagen bekommen. Wo man sich natürlich denkt, Alter, warum haut man diesen riesigen Kerl was in die Fresse? Bist du bescheuert? Und im gleichen Match hat sich Luke Harper verletzt. Auch noch. Oh Mann. So eine Kacke. Auch noch, sie sind wieder einer verletzt. Und, schlimm. Und Strowman wurde halt attackiert. Ach ja. Dann, gibt es jetzt ganz große Ankündigungen, wie letztes Jahr halt auch. Was ich ein bisschen schade finde. Ich persönlich finde es halt schade. KO, also Kevin Owens, gegen 6 andere. Das wären zum einen mal Sami Zayn, Dolph Ziggler, The Miz, Stardust, Sin Cara und Zack Ryder. Den habe ich schon ewig nicht mehr gesehen und ich mag ja Zack Ryder persönlich. Der hat auch bei SmackDown sehr, sehr gut dagestanden. Zuletzt hat er oben, oder? War er der Letzte, der gestanden? Er war der Letzte, der tatsächlich gestanden hatte. Und ich fände es cool, wenn Zack Ryder mal einen Push wieder kriegen würde. Nach der John Cena Storyline war der ja sowieso gefickt. Da kam ja dann auch nichts mehr, weil die John Cena Storyline zusammen mit Kane hat ihm so gesehen sein Charakter den Rest gegeben, und seitdem ist er ja auch eigentlich unrelevant. Leider Gottes. Also würde ich cool finden, wenn sie Zack Ryder für einen Push geben würde, auch wenn er natürlich nicht gewinnen wird. Ich denke mal, es wird sowieso Kevin Owens oder Sami Zayn das Ding kriegen. Wenn Ryder das Ding kriegt, wäre das shit. Würde ich feiern. Aber glaube ich eher nicht. Glaube ich tatsächlich eher nicht. Dean Ambrose hat von Terry Funk eine Kettensäge bekommen. Eine verfickte Kettensäge. War das diese Raw? Ich glaube, das war diese Raw oder die Raw davor. Auf jeden Fall hat er eine Kettensäge bekommen von Terry Funk und wird offenbar jetzt sehr, sehr gut vorbereitet auf das No-Holds-Barred-Match gegen Brock Lesnar. Wo ich mir natürlich immer noch denke, ich denke mal, dass sie auch da Dean Ambrose gewinnen lassen können, denn es ist ja kein One-on-One-Match, sondern er kann ja Items, Weapons benutzen, also kämpfen. No Holds Barred heißt übrigens ohne Disqualifikation. Man kann mit alles draufhauen, was man will.
Und natürlich können sie da auch Brock Lesnar verlieren lassen, weil Brock Lesnar natürlich eigentlich dieser, ihr wisst ja, dieser Oberficker, ich gewinne immer, bla bla bla, ich zerstöre. Aber so gibt es, so haben sie halt die Chance, ihn verlieren zu lassen, ohne Brock Lesnar zu schwächen. Also ohne, dass er schwach aussieht, weil Brock Lesnar kann ja nicht von sich aus verlieren, weil er ist ja The Beast Incarnate, ne? Aber ich glaube schon, dass sie ihn da gewinnen lassen oder verlieren lassen können und auch verlieren lassen werden. Eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren. Dean Ambrose, glaube ich, gewinnt bei WrestleMania. Ich werde natürlich auch zu WrestleMania nach Ambi ein ganz großes Special machen. Wird es natürlich kommen an Sonntag, da werde ich natürlich alles callen, also alles sagen, was ich glaube, wer gewinnt. Können wir natürlich auch gerne in den Kommentaren diskutieren. Und eine ganz, ganz, ganz große Ankündigung gab es noch von Vincent Kennedy McMahon. Und zwar, sollte der Undertaker bei WrestleMania verlieren, wird es sein letztes WrestleMania gewesen sein. Und jetzt macht bei mir so ein bisschen Klick. Ich glaube tatsächlich, dass sie es durchziehen. Ich glaube, dass Shane McMahon, wie auch immer, bei WrestleMania gewinnen wird und Undertaker in Dallas, in seiner Heimatstadt, beim größten WrestleMania ever zurücktreten wird. Ich glaube es einfach. Ich glaube es. Ne, weil ich will auch den Roster-Split. Ich will auch, dass Shane McMahon daran die Macht kommt. Ist leider so. Ich glaube tatsächlich, dass Undertaker gegen Shane McMahon verlieren wird. Eure Meinung zu den ganzen Themen natürlich ab in die Kommentare. Und ich hoffe, es hat euch natürlich gefallen. Bis zum nächsten Mal bei Rikis Wrestling-Woche. Bis dahin. Tschüss.